Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Two Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf der Schwarzing 401, die es übrigens auf unserer Homepage für jeden kostenlos zum Download gibt. Das heißt, einfach mal unten vorbeischauen in der Videobeschreibung. Da geht es direkt auf die Homepage mcmanus.de und dort findet ihr auch die Map mit allen dazugehörigen Mods, mit einer ausführlichen Anleitung. Und wenn ihr doch mal Hilfe braucht, weil irgendetwas nicht funktioniert, schaut gerne auf unseren Discord-Server vorbei. Da gibt es einen extra Support-Channel. Einfach kostenlos beitreten in den Discord-Server, dann könnt ihr dort im Support eure Fragen loswerden und euch wird weitergeholfen. Im allergrößten Notfall gibt es das Ganze supporttechnisch auch noch auf dem TS, allerdings sind diese Support-Channel nur offen, wenn auch Support auf dem TS, also Leute, die Support machen, auf dem TS sind. Gut, im Großen und Ganzen haben wir jetzt aber erstmal reichlich zu tun. Wir haben nämlich auf der Wiese noch ein bisschen Gras eingesammelt. Was heißt ein bisschen? Wir haben noch einiges an Gras eingesammelt. Das geht direkt in die Trocknung. 56.000 Liter haben wir hinten drin. Und noch was, meine lieben Freunde. Heute Abend, 20 Uhr, Livestream auf Twitch. Mittwochabend, Bergfest, Livestream. Wisst ihr Bescheid, ne? Link, ja, hättest gedacht, in der Videobeschreibung. So sieht's aus. So, aber jetzt heißt das mal zurück zum Landhandel. Ich kann euch sogar noch was sagen. Mein Gott, das ist eine Folge, die ist voller Informationen. Also spitz die Löffel. Und zwar am Freitag im Livestream werden wir ja auch wieder Two Farming spielen. Und da kann ich euch jetzt schon mal sagen, da wird es was ganz, ganz, ganz Neues und Verrücktes geben, worauf ich mich richtig freue. Und ich bin gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Aber mehr will ich dazu noch nicht sagen und mehr will ich auch nicht verraten. Also Freitag im Livestream wird auf jeden Fall was Neues kommen. Betreffend Two Farming. Aber lasst euch da wirklich überraschen. Ja moin. Das glaube ich jetzt nicht. Also das ist absolut hilft. Guten Tag. Herr Sachsen. Ich habe eine Frage. Herr Sachsen. Was? Es gelten immer noch die 10 km/h am Land- und Maschinenhandel. Und diese Wand ist nicht dazu da, um das Fahrzeug abrupt anzuhalten, weil man viel zu schnell über das Gelände brettert. Wo ist ein 10 km/h Schild? Ja, es ist ein Privatgrundstück, da muss man kein Schild aufstellen. Ach so, ich dachte, das fängt da an. Folgende Sache. Wo ist mein Anhänger? Ich hatte den bestellt, aber irgendwie... Welcher Anhänger? Der bei mir noch nicht... Ja, der Anhänger, den ich bestellt hatte. Welcher war das gleich? So langsam. Welcher war das gleich? Ja, das weiß ich nicht. Den wollten Sie doch zusammenstellen, oder... Sie haben einen Anhänger bestellt, wo Sie nicht wissen. Können Sie mir nochmal vielleicht Ihre Wünsche ausdrücken, was Sie da so hatten? Was so Ihre Bedürfnisse waren betreffend des Anhängers? Ja, der fürs hinteres Auto. Der hinteres Auto soll ja dran, der Anhänger? Genau. Okay, also solche haben wir auf jeden Fall. Da kann ich Sie schon mal beruhigen. Also daran lag es nicht, dass er noch nicht da ist. Ey, ich war jetzt nicht da, aber der ist immer noch nicht geliefert worden. Okay, aber was wollen Sie mit dem Anhänger machen? Sachen transportieren. Okay, und welche Sachen? Schüttgut oder? Alles. Sie wollen alles. An welches Fahrzeug soll der dran? Hier. Ein Pickup. Sie haben einen Anhänger für den Pickup bestellt? Ja. Wo haben Sie den bestellt? Bei welcher Person? Hier. Hier? Bei welcher Person? Hier. Bei mir? Hier. Hier. Aber haben Sie mit jemandem gesprochen? Also es wäre essentiell wichtig zu wissen, ob Sie mit einer Person, ob Sie mit irgendjemand gesprochen hat, der Ihnen auch zurückgeantwortet hat. Mit Ihnen, mit Fidelup und Harry. Ach ja. Harry! Ja, was gibt's? Komm her hier. Ich weiß nicht, ob du jetzt nach der ganzen Aufregung noch weißt, der liebe Herr Sachsen, der sagt, er hätte... Übrigens, wir stehen hier am Auspuff, Herr Sachsen. Richtig gut. Machen Sie mal Ihre Kacher aus, Mensch. Ja, er hat gesagt, er hätte einen Anhänger für seinen... wunderschön lackierten Pickup bestellt, um Sachen zu transportieren. Und das hätte er bei... Ja, das ist richtig. Ach ja. Den NMC, ja, genau. Der ist bestellt, der müsste eventuell beim Herrn Schlag schon stehen. Ich habe vom Herrn Schlag aber noch keinerlei telefonische Rückmeldung mehr. Ich war gerade unten vorbeigeguckt, aber da stand er noch nicht. Das kann nicht sein. Also die Bestellung ist ausgelöst, Herr Sachsen. Am besten mal den Herrn Schlag anrufen. Mhm. Herr Sachsen? Ja. Hatten Sie den Anhänger schon mal gesehen, wie der aussieht? Nö. Der soll jetzt noch mal ganz kurz wo dran? Ans Auto. Hm? Moment mal kurz. Komm mal mit Harry. Hallo. Ich bin wieder. Guten Tag. Moin, Hartmut.
Harry? Ja. Der ist nicht, der hat keinen Kugelkopf. Also das Auto schon, aber der Anhänger nicht. Mir doch egal, hat den Anhänger bestellt, dann bestell ich den. Ja, ist er hierher gekommen und hat gesagt, ich möchte den NMC-Anhänger, oder hat ja. Er gesagt, pass auf, ich brauche einen Anhänger für mein Fahrzeug, so wie es mir jetzt gesagt hat, wo ich Sachen transportieren kann. Nein, er kam zu uns, hat gesagt, ich hätte gern genau diesen Anhänger, okay, und ich habe gesagt, okay, kein Problem, okay, das war's schon, perfekt. Gut. Ja, ich weiß selber, dass das nicht dran passt. Nee, ist gut. Ich meine, zur beratenden Tätigkeit eines Maschinenverkaufs, das brauche ich dir eigentlich nicht erklären, gehört eigentlich der kurze Hinweis. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es bekannt war, dass das an das Fahrzeug soll. Das war, ist mir jetzt nicht so ganz schlüssig. Aber ja, weißt doch, du was? Das war bekannt, aber wie gesagt, wenn es der Kunde, ne, also der Wunsch des Kunden ist uns ja eigentlich, ne, so, richten wir uns ja danach. Herr Sachsen? Ja, nicht schon wieder. Ganz kurz, wir müssen einfach dadurch, dass wir ja Service an also der Kundschaft ganz hochschreiben. Yeah. Ja. Sie sind ja. Kommt er jetzt oder nicht? Sie sind ja direkt hierher gekommen und haben wirklich diesen Anhänger direkt geordert. Herr Sachsen. Ja, ich wollte den Anhänger haben fürs Auto. Ja! Herr Sachsen, dieser Anhänger passt nicht an Ihr Fahrzeug. Sie haben eine Kugelkopf. Ja, wie? Ja, hört sie doch passen. Zu! Spätestens bei der einfach mal aktives Zuhören! So, pass auf, gucken Sie mal hier. Das ist ein runder Kugel, das ist ein Kugelkopf, nennt sich das. Wissen Sie eigentlich als Bausäbel. Ne? Ach, da kann man auch mit Seil was anderes anhängen. Ja. Ich hab schon mit Draht drum tüdeln. Pass auf, Herr Sachsen, es geht mir einfach nur darum, dass Sie das mal gehört haben. Wir beliefern die den. Das ist kein Thema. Mir ging es nur darum. Holen Sie das Ding jetzt her, ich hab's wirklich eilig. Okay, ist kein Problem, Herr Sachsen. Ich muss damit zur Zulassungsstelle, damit das Ding noch zugelassen wird. Ist Jupp da oder irgendwer? Ja, natürlich. Irgendwie ja, vielleicht kann einer den Anhänger holen. Wir haben Mo da, der geht uns schon mal. Sollen wir den für Sie zulassen? Gleich. Nee, mache ich selber. Mach es selber, okay. Ist gut, da geht er schneller. Ja, Herr Sachsen, was halten Sie denn davon? Also, Anhänger ist ja bestellt, einem drum und dran. Sie zahlen uns einfach unsere 1000 Euro Beteiligung und dann können Sie Ihren Anhänger gleich unten holen. Und die Zulassungsstelle ist ja sowieso gleich in der Nähe. Da sparen Sie sich nämlich auch noch die Lieferkosten. Herr Sachs, es gibt sowieso ein kleines Problem. Wenn wir den Anhänger holen, beziehungsweise wir den Anhänger hierher liefern lassen, dann kostet das halt leider Geld. Ja, deswegen. Dann hole ich den gleich da unten ab, kein Problem. Okay, das ist, sehen Sie, Herr Sachs, muss sowieso noch ins Büro, dann Service. Nehme ich Rückweg mit. Empfehlen Sie bitte den Maschinenhandel einfach weiter. Mit Ihren Service, der war schon immer von, auch damals vom Lohnunternehmen, wo ich dann nur gearbeitet habe. Herr Sachs, Sie brauchen noch gar nicht wegfahren, Sie können noch mal mitkommen. Herr Sachsen, können Sie vielleicht erstmal noch die 1000 Euro? Ja, und Harry, du kannst auch gleich mitkommen. Und dann gibt es noch was, Harry. Nur zur Info, ich habe meine 50% wieder, nur dass du Bescheid weißt. Das ist doch schön, aber was hast du denn für einen Ton drauf, Junge? Den Ton eines Vorgesetzten, eines Chefs. Ich bin hier der Chef, ja? Und jetzt weht hier ein anderer Wind. Jetzt wird hier, ich möchte niemanden... Nein. Können wir mal zum Punkt kommen hier? Ja, wir gehen doch schon zum Punkt. Ich möchte niemanden irgendwie, es soll alles fair, es soll harmonisch laufen, das ist mir ganz wichtig, aber ich werde mich nicht mehr in meiner Autorität untergraben lassen und da ist jetzt auch Ende der Diskussion. Okay, Chef, warte kurz, ganz kurz bitte. Genau, okay, Chef, das reicht schon, mehr musst du nicht sagen. Gut, warte kurz. Okay, Chef, alles gut. Kannst du den Mund kurz aufmachen? Nee, die Zähne sind alle fest. Ah, okay, dann geht's. Herr Sachsen. Yeah. Wir hatten ja leider zwei so richtig Hardcore-Dullis hier gehabt in unserer Stadt, die ja alles gestoppt haben, alles gecancelt haben. Wir hatten was in Auftrag gegeben. Ich weiß nicht, ob Ihnen Ihr Kollege, Ihr Angestellter da schon was weitergetragen hat. Jedenfalls hatten wir hier eine Waschstraße in Auftrag gegeben, die wir jetzt gerne trotzdem installiert haben würden. Die hatten ja auch schon angefangen hier, ne, groberweise. Ja, es gibt da ein paar Probleme, ja. Was haben Sie? Gibt da ein paar Probleme. Wären? Ich weiß nicht, haben Sie schon was von dieser Kröte gehört? Nee, das Ding ist durch. Sie meinen die Trollolo-Kröte, sind alle tot. Umgesiedelt. Also es waren nur 2,5 Kröten und die haben wir direkt da hinten an den Berg gesetzt und die leben jetzt dort. Das Haus von denen haben wir auch mitgenommen. Dann frage ich da mal nach. Sie können hier loslegen. Bagger, zack, Vollgas, alles hier weg und Waschstraße her. Es gibt aber trotzdem noch ein Problem. Wichtig ist, der Mähdrescher muss reinpassen. Also es muss was Großes werden. Wir wollen was richtig Großes. Auch ein bisschen zum Angeben. Das muss ein bisschen repräsentativ. Es gibt noch ein Problem. Repräsentativ sein. Repräsentativ? Ja.
Repräsentativ. Da haben sie es mit den Punkten, oder? Repräsentativ. Gibt ein Problem, das würde. Wir haben ja schon mal in Auftrag, oder Sie haben ja schon mal einen Auftrag gegeben mit der Waschstraße in Ihrem Gebäude, ne? Ja, aber und was ist ja damit? Wegen Lieferschwierigkeiten? Ja, Lieferschwierigkeiten seit 2018. Genau, jetzt haben wir die Waschanlage für hier bestellt. Und ist es so, jetzt wurde die aber geliefert, die wir damals bestellt hatten. Also das ist doch praktisch, dann können Sie zurückschicken und direkt verrechnen. Das ist doch super. Dann nehmen wir da noch eine Garage mit rein. Nee, doch. Mein Vorschlag wäre jetzt. Nein, wir mal mit. Abgelehnt. Ich will hier hinten eine riesen Waschstraße. Dann lassen wir erstmal ausreden, Chef. Komm doch mit, komm doch mit. Halt, ey, ohne Scheiß. Wir haben das doch damals schon geliefert, geliefert, seit wann warte ich da drauf? Du beruhig dich doch mal. Ja, ich will waschen. Ich will nicht mehr mit dem Kackkäscher hier rumstehen. Ja, dann müssen wir selber mal bei der Waschi-Waschi-Firma anfragen. Da ja, Wischi-Waschi, so kommt mir das hier vor. Ist alles ein bisschen Wischi-Waschi. Aber die Zeiten sind vorbei. Der Landhandel, der wird jetzt florieren. Der wird jetzt vor allen Dingen richtig, der wird exportieren. Und der wird investieren. Und dann wird es abgehen hier. Ja, ja? In Sachsen. Und nicht Wischi-Waschi. Chef ist echt ein Choleriker, ne? Nee, bin ich überhaupt nicht. Sie haben wahrscheinlich noch nie Choleriker erlebt. So, jetzt erzählen Sie mal, was ist jetzt hier? Das geht schön früh los. Also hier kommt ein Abfluss rein. Ja, da kommt ein Abfluss rein. Schön, dass da mal ein Abfluss reinkommt. Das Loch ist nämlich auch schon seit einem Jahr da drin. Passt doch ein Mähdrescher. Hä? Ja, da passt auch hier rein. Das ist... Wo ist der Mähdrescher? Das muss vorher probiert werden. Da kann man nicht einfach so sagen, der passt da rein, wenn man es nicht weiß. So. Aber das hat man doch im Auge, oder nicht? Ja, ich habe gleich was anderes im Auge. Ich habe gleich meinen Finger in deinem Auge. Das. Sag mal, was ist denn heute mit dir los? Kriegst du dich mal wieder ein oder was? Autorität ist das Stichwort, Harald. Bei dir nicht. Autorität, also Herr Hafer. Die Waschanlage ist da, die ist bestellt und die kommt dann hier. Moment. Mach festbar. Danke. Moment. Die Waschanlage ist bestellt oder die Waschanlage ist da? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die ist bestellt worden und wäre jetzt auf dem Weg und gleich da. Die Waschanlage ist bestellt worden vor einem halben Jahr. Nee. Vor einem halben Jahr wurde diese Waschanlage bestellt, wurde dann wieder gecancelt. Jetzt vor zwei Wochen haben wir da drüben die Waschanlage bestellt, aber geliefert wurde die vor einem halben Jahr. Also diese Waschanlage, wo wir stehen, die ist jetzt geliefert. Wurde ja gut. Falsch richtig geliefert, genau. Aber das ist doch gut, dann erstens nehmen Sie bezahlen wir da bloß die Hälfte. Nee, dann nehmen Sie die jetzt und bauen Sie die hier ein. Ich will eine Waschanlage. Ende der Diskussion, das reicht mir für heute. Gut, Dankeschön. Aber und Ihren Anhänger holen Sie auch noch. Vergessen Sie den bitte nicht zuzulassen, dass der Hinweis auch noch ergangen ist. Ansonsten gibt es Ordnungswidrigkeiten von der Stadt. Regen Sie sich. Das regt mich nicht auf. Regen Sie sich auf. Wir bräuchten Herr Sachsen die 1000 Euro noch. Herr Sachsen, einen wunderschönen guten Abend. Guten Morgen, guten Mittag. Herr Sachsen, die 1000 Euro. Hallo, Liv. Hi. Warum wird der Mo hier nicht bedient? Will ich auch gerne mal. Weil der Mo nicht die einzige Kundschaft ist. Nein, warte, Entschuldigung. Ich bin ganz auf dem falschen Fuß angefangen. Das hätte so nicht sein müssen, weil ich kenne auch Mo. Hallo, ihr zwei. Eine kurze Frage. Warum wird der Mo nicht bedient? Weil Tag, wir gerade den Herrn Sachsen bedient haben. Der ist gerade weggefahren. Und der Herr Jung hat den mit dem Mo die ganze Zeit, mit dem Herrn Nielsen die ganze Zeit da oben geschwatzt, wie ich das richtig gesehen habe. Der Mo, der Fiedeljub kann nicht bestellen, weil er frei hat, sagt er. Der hat, was? Und es wurden, der Mo sagte auch, dass Kunden vorgezogen wurden, dass ihr den gar nicht wahrgenommen habt und einfach stehen lassen habt. Also der Jupp hat gesagt, er hat frei heute. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay, kleinen Moment. Also erzähl ruhig weiter, aber kleinen Moment, bin sofort wieder da. Welcher Tag ist heute gleich nochmal, Fritzl? Und, Jupp! Hi, Miguel. Seit wann hast du Mittwoch frei? Kann ich dir sagen. Ja, bitte, ich höre. Seitdem ich mich darum kümmere, dass unsere freundlichen Mitbürger, die uns gerne helfen möchten, auch Arbeit von uns kriegen. Was hat das damit zu tun, dass du frei hast? Naja, irgendwie musste ich die ja loswerden. Also, du hast frei gemacht? Ja, nur für einen kurzen Moment, damit die wieder weggehen. Wer? Ist ja nicht so schlimm. Fritzl. Die wollen bedient werden, die wollen was verkaufen, Jupp. Ja, aber Harry hat doch schon mit denen gesprochen, Harry weiß doch schon alles, der hat doch schon alles aufgeschrieben. Aber Jupp, du kannst ja nicht einfach sagen, du hast frei. Doch, kann ich.
Hast du auch gesehen? Und das hat funktioniert. Okay, ich möchte ein was ganz kurz anmerken. Das habe ich dir in meinem Hafer schon erzählt, Herr Jupp. Herr Fiedler, ja? Autorität ist ab jetzt ein sehr groß geschriebenes Wort hier am Landhandel. Und noch viel größer geschrieben am Maschinenhandel. Denn der Miguel, und das bin ich, der steht gerade vor euch, hat seine 50% wieder. Und jetzt springt der Hase aber in einem ganz anderen Tempo über das Feld da draußen. Sag mal, bist du dir sicher, dass er deine 50% wieder hat? Da bin ich mir ziemlich sicher. Immerhin habe ich immer noch die Schlüssel und die Unterlagen. Du kannst Schlüssel und Unterlagen haben, wie du willst. Der Herr Ringele, es fängt schon wieder an zu regnen, das glaube ich nicht. Der Herr Ringele, ja, dann mal hopp, hopp raus, hat mir meine 50%. Damit das Gras nicht nass wird. Nee, es ist da eine Fuhre zu holen, Jupp. Und die wirst du jetzt machen. Nee, das kannst du ruhig machen. Die machst du jetzt. Ich bin hier am Männer. Herr Friedler, Sie sind ja Angestellter am Landhandel. Raus mit dir aufs Feld. Herr... So, jetzt mache ich aber mal das Licht an, bevor es hier weitergeht. Herr Fiedler, Sie steigen jetzt in den John Deere-Traktor und sammeln das Gras auf dem Feld ein, bevor es komplett nass ist. So, und das war jetzt eine Anweisung von Ihrem Vorgesetzten. Sagen Sie mal, Herr Manus, was fällt Ihnen eigentlich ein, hier einfach den Anhänger voll beladen mit Gras mitten auf dem Platz stehen zu lassen? Ich habe Kundschaft bedient, die Sie, Herr Fiedler, nicht bedienen wollten, weil Sie keine Lust haben und Ihnen einfach gesagt haben, Sie haben frei. Und das nicht, übrigens gibt einen Tag Urlaubabzug. Ich sehe immer noch nicht, dass Sie den Herrn Fritzel bedienen. Ich wollte es noch anmerken. So, Herr Fiedler, Sie werden jetzt den Herrn Bär freundlichst bedienen. Der wartet nämlich auch schon. Ja, und auch danach, Bär, ja, klar, und danach werden machen. Sie das Gras einsammeln, Herr Fiedler. Nein, das kannst du machen. Okay, ich habe das jetzt gesagt. Ich werde jetzt gehen und ich würde dir raten, das zu tun. So. Servus. Hallo, Herr Bär übrigens. Eine Flasche, zweite Flasche, dritte Flasche. Herr Manus, hier eine Flasche von meinem guten Bier. Oh, ich habe eigentlich gedacht, Sie meinen die Herrschaften, die dort stehen, mit Flasche. Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte nur Bierflasche. Warte mal, kurz mal sympathisch. Gut, Rolf, komm, lass uns eins zischen. Ich habe sowieso gerade ein bisschen Zeit. Ich bin auch im Dienst, ich kann nicht. Ja, komm her, dann zische ich eins. Aber Sie können sich's aufhalten für heute Abend, dann kann ich gerne vorbeikommen. Sagen Sie mal, Herr Manus. Herr Fiedler, was gibt's? Ich sehe doch nicht hier um 15 Uhr nachmittags, dass Sie ein Bier zischen, oder? Nein, das hat mir der Herr Bayer gerade vorbeigebracht. Ich brauche ein Bier. Ja, mir können Sie gerne eins geben, aber den Herrn Manus, der muss übrigens noch fahren. Außerdem fährt er ohne Führerschein. Fiedler? Jetzt ist aber Schluss mit lustig, jetzt reicht's aber, ne? Bitte? Nö, ich lass mir das nicht mehr gefallen. Ich fahr nicht ohne Führerschein. Was machen Sie? Du lässt mich erst schön alleine hier am Landhandel, weißt du, ich darf alles machen. Jetzt hör auf, diese nachtragende Pussy hier zu spielen, verdammt doch mal. Herr Fiedler, ich belehre Sie jetzt als Zeuge einer Straftat des Fahren. So geht's nicht. Ja, bitte, danke sehr. So geht's nicht. Guten Tag, die Damen. Moin. Und Liv. Momentan grad nicht viel. Ey, was soll das denn jetzt? Tja, also die Idee wäre, ob wir da vielleicht, jetzt halt doch mal die Sabbel, ob wir da vielleicht mal ins Geschäft Autorität kommen könnten. Ist bei dir nicht da. Ich möchte erstmal. So benimmt mit Sicherheit nicht. Ich möchte jetzt erstmal mich ganz in aller Öffentlichkeit. Eine kleine Frage: Ist das für dich, Harry, oder für die Pappnase hier neben mir, die da wieder einen Tauchsieh dazwischen labert? Ich wollte hier gerade mich entschuldigen für meinen unfähigen Kollegen, den Fiedler. Wieso? Wir haben doch alles schon geklärt. Ja, ich wollte mich bei der... Geklärt, aber du bist gemein. Nee, aber Miguel... Heute ist doch Mittwoch, der muss doch nur bis 14 Uhr arbeiten. Wieso entschuldigst du dich? Wenn er Feierabend hat, hat er Feierabend. Der hat keinen Feierabend. Natürlich, 14 Uhr ist Mittwoch bei Fiedel, bei Jupp Feierabend. Alles klar, ich gebe dir Vorkräfte spielen, lass mich durch. Hallo, bei dir... Nee, ich hab Feierabend. Was hat er gesagt? World of Warcraft geht der Spiel. Heute nehme ich den Ork. So. Kann aber nicht wahr sein. Na, ich bin im Recht. Wehe, du machst die Tür auf. Ich fahr jetzt raid, dann verpiss dich. Ich hab Feierabend. Oder was? Du hast ich hab Feierabend, ich hab eine Raid-Verabredung. Hau ab. Raus jetzt hier. Ich hab Feierabend. Los raid. Jetzt, raus an die Arbeit. Hallo. Wir haben Kunden und Junge, ich bin Heiler. Verpiss dich. So, mein Team ist auf mich angewiesen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lass es wahr sein. Was denn jetzt schon wieder? Kann ich kenne mich auch ein bisschen in die World of Warcraft-Szene aus. Ja, dann hol dir einen Stuhl drüben. Nein. Nee, so, Manus. Ich wollte mich gerade sagen, eine Ork-Heiler gibt es Wolf. Nicht. Doch, Schamane, verdammt. Ja. Okay, hast gewonnen. Herr Hafer. Ja, Wolf. Ach, ich werde sie ebenfalls als Zeuge. Ich bin in einem WoW-Raid.
Hören Sie auf, die Maßnahmen hier zu unterbrechen. Ja, machst du die Maßnahmen bitte außerhalb meines Privatgrundstückes? Zwischen mir und mir nach, weil da gibt's Ärger. Ich will eigentlich raus, ja. Den einzigen machen Sie bitte, die Herr Bayer, Sie sind ja in einem Privatgebäude, wenn Sie keinen Durchsuchungsbefehl haben, dann machen Sie Ihre Maßnahmen bitte draußen. Im Zuge der Ermittlungen darf ich das Privatgebäude, was wollen Sie mir denn jetzt World erzählen, Herr Manus? World of Warcraft Greatest werde ich jetzt weiterspielen. So, wiedersehen. Ja, mich jetzt hier mal rauslassen. Könnt ihr die Kacktür? Verdammt nochmal! Was ist denn geht halt raus, geht doch einfach. Ich will meine Tür! Nein. Herr Hafer. Ja. Als Zeuge müssen Sie der Wahrheit sagen, ansonsten können Sie sich strafbar machen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen hier zu der nächsten Folge wieder. Nein, diesmal nicht. Meine Lieben, lasst das Däumchen da. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ich wünsche euch ein schönes Bergfest heute Abend. Dieser übrigens Mensch. Livestream. In diesem Sinne. Mensch. Ich bin ein Raid. Nein. So, bis dahin. Nein. Tschüss. Es ist unglaublich. Nein.